Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich mache mit euch heute wieder eine besondere Kartenform. Und zwar machen wir heute eine Windelkarte. Die sieht so aus, dass man hier eine Windel hat sozusagen und da kann man dann eine Karte rausziehen, die man vorne und hinten beschriften kann oder ein Foto draufkleben kann. In meinem Fall werden das Dankeskarten für unsere Geschenke zum Nachwuchs und da kommt hier vorne dann das Foto vom Baby drauf und hinten eben Danke für die Glückwünsche und Geschenke und so weiter. Also ich habe da jede Menge davon gebastelt, über 60 Stück insgesamt und habe mir dafür auch was überlegt, dass es eben, ja, dass es relativ schnell geht, das zu machen und dass man aus wenig Papier viel rauskriegt sozusagen. Okay, ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ihr habt jetzt hier verschiedene Designs gesehen, ganz verschiedene Farben, unterschiedlich. Wir machen es auch bunt. Diese Karte ist aus einem Stück gemacht, das war meine erste Karte. Da kann ich euch auch noch zeigen, wie das funktioniert. Aber ich habe mich dann eben umentschieden, dass ich das so mache, wie ich es euch jetzt im Video zeige, weil ich da einfach viel weniger Papierzuschnitt habe. Die sind ein bisschen größer auch, also die ist 1 cm größer, aber so passt sie genauso. Auf die Idee gekommen bin ich, weil ich eine Karte bekommen habe, eine Windelkarte, als Glückwunschkarte eben. Und dann habe ich mir eben gedacht, wie kann ich das umwandeln? Und dann ist das aus dem Ganzen geworden. Wenn ihr das Ganze aus einem Stück Papier machen möchtet, habe ich euch hier eine Vorlage gebastelt. Die sieht jetzt ein bisschen verrückt aus vielleicht, aber die erkläre ich euch ganz kurz. Und zwar 21 x 20 cm braucht ihr dann als Farbkarton und schneidet euch das dann quasi so zurecht, dass ihr quasi die beiden Klettverschlüsse in der echten Windel sind Klettverschlüsse, dass ihr die euch so noch hinmacht. Aber wie gesagt, ich würde es eigentlich nicht so machen. Einerseits, weil ihr dann viel, viel Papier Zuschnitt habt und andererseits, weil ihr dann nur einfarbige Karten machen könnt. Und so habt ihr halt die Möglichkeit, das Designerpapier noch frei zu wählen und habt dann noch mehr Gestaltungsvariation. Okay, also los geht's. Ihr braucht für die Karte einmal ein Designerpapier in dem Maß 20 cm x 20 cm und gefalzt bei 10 cm. Ihr könntet jetzt zum Beispiel auch das gleiche Designerpapier nehmen, wie für den Streifen und den Streifen dann nachher umdrehen. Der Streifen hat das Maß 21 x 2,5 cm. Oder ihr nehmt einfach eine andere Farbe und genau, schaut einfach, was euch gefällt. Wir machen jetzt die Sternchen, das Sternchenmuster. Dann braucht ihr ein Stück flüsterweißen Farbkarton mit 9,9 x 9,9 cm. Ein kleines Reststück Designerpapier. Da braucht ihr nicht unbedingt ein extra Designerpapier, da zeige ich euch gleich noch, was wir auch noch rauskriegen. Ein Stück Flüsterweiß und ein Band in Aquamarin habe ich jetzt genommen, einfach irgendein Band, wo ihr habt und wo zu eurem Farbkonzept passt. Wir fangen jetzt am besten gleich mal an mit Stempeln und zwar nehme ich jetzt meinen Farbkarton in Flüsterweiß und als Stempel nehme ich aus dem Set Quartett fürs Etikett des Vielen Dank von Herzen. Und das Ganze stempel ich mir jetzt auf mit Lindgrün. Ihr könnt natürlich jede beliebige Farbe nehmen, ganz egal. Und das Ganze stanze ich mir jetzt aus mit der passenden Stanze dazu, wo ich immer nie weiß, wie die heißt. Ich blende euch den Namen aber ein. Das ist diese Wolkenstanze. Und dann verwende ich noch die Sonnenstanze. Das ist diese Zickzackstanze und die, damit stanze ich mir jetzt durch diesen Teil, wo zusammengeknickt ist. Und ich habe mir das aufgezeichnet, ungefähr wie ich das haben möchte. Also es ist nicht genau die Mitte und die Mitte, sondern ich habe mir da zwei so Kreuzchen hingemacht, ungefähr, damit ihr das seht. Ich hoffe, man sieht es überhaupt in der Kamera. So stanze ich mir das aus, dann drehe ich mir das Papier einmal rum und stanze mir das gleiche nochmal aus. Also das wird nicht immer hundertprozentig, aber ich finde, so sieht das richtig schön aus. Und ich habe es auch versucht, wenn man es genau in der Mitte macht. Also ich habe mir auch genau die Mitte angemalt. Also, aber das war mir zu wenig. Ich wollte da mehr Fußausschnitt haben. Dann nehme ich gleich die Reststücke, die wir hier haben. Eins davon und stanze mir mit
entweder mit einem Herz oder mit einem Blümchen. Ich nehme jetzt die Blümchenstanze aus dem Frühjahr-Sommerkatalog. Da gibt es so ein Viererpack Stanzen. Da stanze ich mir einfach zwei Blümchen aus. Mal gucken, das ist relativ, naja, einfarbig. Ihr könnt natürlich auch, ich finde jetzt das eigentlich schön, machen wir es in Hellblau dazu. Ich möchte es relativ bunt haben. Stanze mir da eigentlich nur zwei Blümchen reichen völlig aus. Und dann nehme ich mir noch mein flüsterweißes Papier und ich benutze jetzt hier eine Stanze, die es nicht mehr gibt. Das ist dieser Eckenabrunder. Ich habe die einfach, deswegen benutze ich die, aber wenn ihr die nicht habt, dann ist es auch kein Problem. Es gibt eine Stanze, da blende ich euch jetzt die Bestellnummer ein. Das ist so eine Dreierstanze, da ist ein Eckenabrunder dabei, die es eben noch gibt. Die sieht ungefähr so ähnlich aus wie diese hier, aber die hat den Eckenabrunder dabei. Also nicht diese, sondern so eine ähnliche. Und falls ihr die Stanze nicht habt, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch auch ein Envelope Punchboard, hier oben ist auch ein Eckenabrunder dabei. Also da könnt ihr euch auch das Papier reinlegen und dann hier stanzen. Dann habt ihr auch einen Eckenabrunder, braucht ihr vielleicht die Stanzen gar nicht dazu. So, und jetzt geht's schon ans Zusammenbauen von dem Ganzen. Ich mache es jetzt so, dass ich mir mein Papier noch falze. Ihr könntet euch das auch hinlegen und dann einfach umknicken, das geht genauso. Aber ich falze mir das jetzt und zwar einmal bei 5,5 cm. Ich brauche mein Falzbrett dazu, mein Schneidebrett. Also einmal bei 5,5 cm. Achtung, mit der hellen Klinge falzen. Und einmal bei 15,7 ungefähr. Muss man sich entscheiden, welche Seite man vorne haben will. Eigentlich muss man das vorher schon machen, aber ich nehme jetzt diese Seite, weil ich die, nein, eigentlich finde ich das Himmelblau schöner. Okay, also, ich habe mich entschieden. Dann nehme ich mir einfach ein bisschen Flüssigkleber und klebe das ungefähr dahin, wo ich den Streifen haben will. Und den lege ich mir dann einfach so außen rum. Ich mache es jetzt hier bei dieser Variante so, dass ich mir oben noch einen kleinen Streifen hier freilasse. Ihr könntet es auch ganz nach oben kleben, das habe ich auch schon gemacht. Das ist zum Beispiel in dieser Karte ganz nach oben geklebt. Je nachdem, was euch besser gefällt. Oder eben hier ein bisschen mehr Streifen freigelassen. Einfach, das ist Geschmackssache. Und auch wenn man viele Karten machen muss, dann kann man sich das echt gut variieren, was einem da besser gefällt. Und das vielen Dank, das klebe ich mir jetzt einfach mit einem Dimensional auf oder mit zwei, damit es noch ein bisschen Dimension bekommt. Und so schnell ist unsere Grundkarte schon mal fertig. Und jetzt haben wir noch das Innenteil. Da knicke ich mir einfach mal einmal mein Band zusammen. Lege mir das oben an und tacke mir das Ganze dann hin. Ungefähr in die Mitte. Dann nehme ich meine kleinen Blümchen und meine Klebepunkte und dann die Glue Dots und klebe mir das Ganze dann noch über meine Tackernadel drüber. Damit man die einfach nicht mehr sieht. Und wer möchte, kann dann da noch einen Glitzerpunkt drauf machen. Das macht das Ganze noch ein bisschen hübscher. Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich an der Kamera hängen geblieben. Und schon ist die Karte fertig. Einfach hier reinschieben. Und dann kann man das Ganze mit Glückwünschen versehen oder noch einen Stempel drauf machen. Da könnt ihr euch richtig austoben und könnt es dann richtig schön verschenken. Also ich finde die Karten total klasse, ich finde die unheimlich hübsch und ich hoffe, euch gefallen sie auch. Ich habe sie, wie gesagt, als Dankeskarten. Ah ja, genau, falls ihr die Sonnenstanze nicht habt, das wollte ich euch auch noch sagen, könnt ihr diese Kreise auch mit einem Zirkel machen. Wenn ihr den auf ungefähr 2,5 cm stellt, könnt ihr euch das einfach anzeichnen und dann mit der Schere nachschneiden. Das geht genauso. Aber wenn man so viele Karten machen muss wie ich, habe mir gedacht, da passt es mit der Stanze ganz schön. Weil die echten Windeln haben ja da auch solche, ja, so ein bisschen
Rüschchen und deswegen passt es jetzt so ganz gut, finde ich. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr mir gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln, beim Verschenken. Könnt ihr viele Glückwünsche drauf machen. Auch hier vorne willkommen Baby oder so oder innen rein auch. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten und da könnt ihr euch richtig austoben. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!